An den Aktienmärkten gibt es zwei Monsterfaktoren und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und wenn wir von den Aktienmärkten sprechen, wovon sprechen wir dann, wenn wir von den globalen Aktienmärkten sprechen? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Wir sprechen faktisch nämlich von den USA. Hier sehen wir eine Auflistung. Wie ist denn der Anteil der Aktienmärkte an den globalen Aktienmärkten? Da sehen wir die USA mit über 51% der absolute Platzhirsch. Dann kommt erst mit weitem Abstand Japan mit 8,6%, dann UK, also England 6,1% und dann sozusagen die Peanuts, wie ein Deutschbanker sagen würde, Frankreich 3,3% und Deutschland 3,2%. Also faktisch geht es hier um die US-Aktienmärkte, das sind diejenigen, die entscheidend sind. Was sind jetzt diese zwei Monsterfaktoren? Schauen wir uns den ersten mal an, der vor allem an der Wall Street sehr, sehr relevant ist. Das sind die sogenannten Buybacks, also die Aktienrückkäufe, Unternehmen, die ihre eigenen Aktien praktisch vom Markt wegkaufen. Und wir sehen in 2018, also seit dem 1. Januar 2018, haben wir schon 171 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen bzw. Ankündigungen von Aktienrückkäufen an der Wall Street, mithin also von US-Unternehmen. Dass es mehr als im gesamten Jahr 2009 es an Aktienrückkäufen gab. 2009, wir erinnern uns, Finanzkrise, da war es richtig günstig. Also da hätten die Unternehmen sehr, sehr guten Grund gehabt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, haben sie nicht gemacht. Jetzt machen sie es, wenn es teuer ist. Teilweise wird das sogar durch Schulden finanziert, wie Apple zum Beispiel das gerne macht. Man leiht sich Geld, um dann eigene Aktien zurückzukaufen. Der Effekt dieser Aktienrückkäufe, die jetzt wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass wir uns stabilisiert haben an der Wall Street, dass wir diesen Crash, der ja noch kürzlich durchaus der Fall war, dass wir den haben scheinbar erstmal überwinden können. Das ist der vielleicht entscheidende stabilisierende Faktor, aber dieser Faktor sorgt dafür, dass die Märkte optisch günstiger werden. Warum? Weil man praktisch ja dem Markt der Aktien entzieht, indem die Unternehmen diese Aktien wieder einkassieren, zurückkaufen sozusagen. Dadurch steigt der Gewinn pro Aktien, wenn Aktien Gewinne machen. Dadurch wird sozusagen die Bewertung optisch günstiger. Faktisch ändert sich aber eigentlich gar nichts an der Sachlage. Die Unternehmen hübschen sozusagen nur den eigenen Aktienkurs auf, investieren das Geld nicht in Forschung und Entwicklung. Das ist langfristig ein Riesenproblem, aber man schüttet es eben an den Aktionären, an die Aktionäre aus. Alle applaudieren und sagen, hurra, habt ihr toll gemacht. Faktisch verkonsumiert man aber in der Gegenwart bereits seine eigene Zukunft und das genau ist das Problem. Im Grunde eine Art Schneeballsystem, das so lange funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert, das derzeit besonders an der Wall Street gespielt wird. Das ist der positive Faktor, der jetzt stabilisiert hat, der grundsätzlich ein Positivfaktor für die Aktienmärkte ist. Was ist der Negativfaktor? Den wollen wir uns auch mal anschauen. Das ist nämlich sind die Notenbanken, die ja lange ein Positivfaktor waren, jetzt langsam ein Negativfaktor werden. Vor allem die amerikanische Notenbank, die Fed, die ja praktisch auf den mit Abstand größten Aktienmarkt der Welt, nämlich den USA, abstrahlt. Und hier sehen wir die Bilanzsumme der Notenbank, die geht zurück, nämlich seit Oktober 2017, hat ganz klein angefangen mit 10 Milliarden Dollar pro Monat, dann sind wir derzeit jetzt aktuell bei 20 Milliarden Dollar pro Monat, mit der die Fed sozusagen ihre Bilanz reduziert. Ab April dann 30 Milliarden, ab Juli 40 Milliarden, ab Dezember 50 Milliarden Dollar, die praktisch aus den Märkten gezogen werden. Die Fed tritt damit faktisch als Verkäufer von US-Staatsanleihen auf. Heute übrigens ja 17:30 und 19 Uhr massive Anleiheverkäufe durch die Amerikaner, so viel wie noch nie an einem einzigen Tag in der Geschichte der USA. 179 Milliarden Dollar werden über vor allem kürzer laufende Anleihen emittiert, 4-Wochen-Anleihen, 3-Monats-Anleihen, 6-Monats-Anleihen und dann eine 2-jährige Anleihe. Man nimmt also massiv Geld aus, um die eigenen Schuldeneskapaden bedienen zu können. Ausländer sollen vor allem natürlich diese Schulden kaufen, aber however, das ist hier der Faktor jetzt, der gegen die Aktienmärkte spricht, nämlich das immer stärkere Entziehen von Liquidität durch die amerikanische Notenbank. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie die ganze Chose dann weitergehen wird, dann sehen wir, dass wir hier durchaus noch Unterstützung haben. Alles, was blau ist, ist eben ein deutliches Plus. Und dann wird es jetzt ungemütlich, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, vor allem dann im Dezember 2018, wenn nämlich die Fed 50 Milliarden Dollar pro Monat den Märkten entziehen wird und dann möglicherweise ab Oktober 2018 die EZB praktisch ihre Aktien, nicht ihre Aktienrückkäufe, sondern ihre Anleihekäufe, ihr QI einstellen wird. Also dann kommt richtiger Gegenwind, dann ist die Liquiditätsparty erstmal vorbei. Und so bewegen wir uns zwischen dem Pro-Aktienrückkäufe und dem absehbaren Ende
der Spenden der Notenbanken als Negativfaktor in einem Gleichgewicht eigentlich. Das ist das Pro und Contra an den Märkten. Jetzt schauen wir uns das Pro und Contra der verschiedenen Indizes heute an. Es war relativ ruhig heute. Man wartet eben auf diese Anleiheaktion. Und interessant ist, dass der DAX, der ja in den letzten Tagen sehr schwach unterwegs war, heute stärker ist. Wir sind jetzt fast schon bei der 12.500er Marke, haben hier zunächst mal heute Vormittag die 12.365er Unterstützung gebrochen. Dann gab es gleich Stop-Losse, die da gezogen wurden. Es ging gleich ein paar Pünktchen mit nach unten. Aber dann kam die Drehung und jetzt mit der Wall Street, die sich jetzt auch ein bisschen derrappelt, wie man in Bayern sagt, geht es ja wieder nach oben. Schauen wir uns jetzt hier mal den S&P 500 an. Nein, das ist nicht der S&P 500, das ist der Dow Jones, der gleichwohl heute der schwächste Index ist. Heute werden wir gleich sehen, warum 25.144. Wir haben hier dieses 61,8er FIBO-Retracement nicht wirklich gepackt. Das ist sozusagen jetzt die entscheidende Zone bei 25.350. Das ist der S&P 500. Sind wir jetzt im Bereich 2700 und 32 Pünktchen. Hier der 61,80er FIBO-Retracement bei 2744 Punkten. Das wird die Zone sein, die hier interessant ist. Schauen wir uns mal den Chartvergleich zwischen DAX, hier der schwarze Chart im kurzen Zeitfenster, und dem S&P 500 im der orangenen Chart an. Dann sehen wir den DAX, der gibt jetzt Gas, der überholt die US-Indizes mithin den S&P 500. Aber wenn wir uns die ganze Geschichte in einem etwas längeren Zeithorizont anschauen, dann sehen wir hier den schwarzen Chart der DAX und der orangene ist der S&P 500. Wir machen also die Lücke ein bisschen kleiner, die wir nach wie vor beim DAX zu den US-Indizes haben. Die schlechtere Performance ist also nach wie vor der Fall, die wird nur etwas verringert. Möglicherweise die Sorge um zwei Ereignisse, die nicht das kommende, sondern das darauf folgende Wochenende dann anstehen, nämlich einerseits die Italienwahl. Das wird eine spannende Geschichte. Und am 4. März, nämlich dann, wird auch am selben Tag wie die Italienwahl auch das Votum der SPD-Mitglieder zur GroKo bekannt gegeben. Also das wird der entscheidende Punkt. Nasdaq, stärkster Index nach wie vor, aktuell bei 6.821, fast schon beim 76,4er Retracement, weit über dem 61,80er. Also man merkt, die innere Taktung des Nasdaq ist sehr, sehr stark. Nicht stark ist heute der Euro-Dollar, der sich jetzt allerdings in den letzten Minuten ein bisschen erholen kann. Wir haben Dollarstärke gesehen, hatte ich heute im Videoausblick schon so ein bisschen antizipiert. Das ist sicherlich nicht eine Trendwende, zumindest zeichnet sich das noch nicht ab, sondern eben nur eine Pause, ein Ausschnaufen. Der Euro hat knapp über der 1,25 eben einen langjährigen Abwärtstrend. Da ist er erstmal gescheitert, wäre ein Wunder, wenn er gleich drüber gegangen wäre. Daher wahrscheinlich auch schon rein charttechnisch erstmal das Ausschnaufen. Wir sehen Erholung des Dollars auf weiter Front, 107,24 Dollar Yen, sehen den Dollarindex bei 89,63, haben hier eine massive Bewegung auch bei Dollar türkischer Lira, nachdem in Afrin jetzt die syrische Armee zu der ÜPG der kurdischen Miliz gestoßen ist, die ja jetzt sich schon Kämpfe liefern, offenkundig gegen die türkische Armee. Deswegen wird die türkische Lira hier abverkauft. Wir sehen Probleme bei allem, was gegen den Dollar gehandelt wird, bei Gold zum Beispiel 1332, Silber 16,53 Dollar, Öl auch etwas schwächer, 61,68 Dollar, und schwach die Autobauer heute vor allem im DAX. Eine Daimler, eine BMW, aber auch eben eine Volkswagen, 163,94. Die zählen alle zu den Schlusslüchtern, so muss es heißen, Tarifverhandlungen. Jetzt in der Endphase bei Volkswagen, das wird sehr, sehr wichtig. Und wir haben dann eben die Schwäche des Dow Jones wegen Walmart, die das große, der Einzelhandelsriese in den USA mit Zahlen, die wirklich enttäuscht haben, war sehr, sehr schwach. Die Aktie praktisch 10% im Minus, jetzt an ihrem 100-Tage- Durchschnitt angekommen. Das kostet den Dow Jones fast 70 Punkte alleine hier Walmart. Das ist der Grund für die Schwäche. Wie geht's weiter? Mal sehen. Wir haben Pro und Contra. Wir haben das Pro, das die Märkte nochmal gerettet hat. Wir hatten eine euphorische Stimmung, eine massiv euphorische Stimmung. Die ist ein bisschen ausgeblasen worden, aber die sitzen alle noch long, die Herrschaften, vor allem wenn sie schon ein bisschen länger dabei sind. Also es wäre noch eine Menge zu holen. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Wir schauen heute auf die Anleiheauktion 17:30 und 19 Uhr und morgen dann das FED-Protokoll. Das werden die nächsten Trigger sein und ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Bis dann, ciao.